Hallöchen, meine Lieben, hier ist mal wieder Ronny, die Warnweste. Und zwar, ich hatte am Wochenende von einem Besuch von einem sehr guten Freund, der weit weg wohnt. Und der hat mir viele Schätze mitgebracht und die zeige ich euch jetzt. Das ist diese schöne alte Küchenwaage. Und dann hier diese schöne rustikale Lampe. Dann gab es einmal Gin, einmal diesen leckeren Kräuterlikör aus dem Osten. Dann eine gute Dosenwurst, Spreewaldgurken und die Bautzner Sandwichsoße. Dann hier einmal einen leckeren Whisky und noch mal was Gutes zum Trinken. Und dann hier die beiden italienischen Briefkästen. Dann hier diese lustigen Drinks, da ist Likör drin. Dann hier diesen DDR-Schlüssel, diese Ritterfigur, ein Original DDR-AFT-Radio, ein richtig cooles Übungsschloss, ein schöner alter Wasserhahn, die zwei DDR-Vorhängeschlösser und dann hier diese traumhaft schönen Türgriffe mit den Blenden dazu. Dann hier diese alten Brotmesser, schmiedeiserne Gardinenstangenhalter, dass ich nicht was anderes draus mache, ein Hufeisen, diese Balkontürgriffe zum Ziehen, wer kennt die noch? Einmal den Messingkerzenständer, zwei Fenstergriffe, Kerzenhalter, Aschenbecher. Und hier haben wir dann die Blenden zu den Griffen, die coole Hausnummer, ein paar Medaillen. Dann hier diese alte DDR-Blechdose. Delitzscher Pralinen. Solcher Sicheln, die andere finde ich gerade nicht. Dann hier diesen Teller voll mit diesen Metallsachen, deswegen kann ich ihn euch nicht zeigen. Dann diese drei Einsteckschlösser hier. Ein Nummernschild. Saturn-Profilzylinder. Und dann hier Ronny, die Warnweste, richtig geil. Eine ganze traumhafte Schatzkiste. Voll mit DDR-TGL-Schlüsseln, Krohe. Danach kommen noch andere Sachen, also dranbleiben. So, dann haben wir hier noch weitere Schätze. Schöne GT. Richtig schöne Schlüssel aus der DDR. Modernere Schulde Schlagbaum sind auch dabei. 60er Jahre. Ganz viele schöne TGL-Schlüssel sind auf jeden Fall dabei. Wie jetzt hier. Kreuzbart. KV, alles Mögliche. Richtig geil. Hier zweimal den ADAC-Verkehrsdetektiv. Eine nagelneue Rettungsweste, wenn ich mal meine Yacht habe. Hier nochmal eine aufblasbare Version. Schwer zum zeigen, aber es geht nicht anders. Hier dieses riesengroße, schöne Geweih. Gucken, ob ich vom Abstand her auf einmal drauf kriege. Und eine ganze Flasche Berliner Luft. Ich habe jetzt nichts vergessen. Vielen lieben Dank, Andi. Habe ich mich gerade schön verblappert hier. Mega geil.